Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Hier ist Showtime, Ihre Kultursendung bei Alex Berlin. Hören Sie bei uns die schönsten Melodien und die neuesten Geschichten aus der Welt des Theaters und der Unterhaltung. Deinem Radio. Wir bringen den roten Teppich und die Stars zu Ihnen nach Hause und berichten von den Theaterhighlights unserer Stadt. Am Mikrofon Ihr Marc Rudolph und jetzt Vorhang auf, it's Showtime bei Alex Berlin. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat für uns, ein großartiger Schauspieler und Sänger, dessen Leben wir heute beleuchten werden und uns näher angucken, und wir sprechen mit ihm über nichts Geringeres als die letzten Tage der Menschheit. Ich begrüße Christoph Schobesberger. Hallo Christoph. Hallo Marc. Lieber Christoph, ich habe es ja gerade erwähnt, wir werden die letzten Tage der Menschheit ins Auge fassen. Aber bevor wir das heute tun, möchten wir natürlich einen Blick auf dein Leben werfen. Denn das war ja schon sehr spannend. Mittlerweile bist du ja Berliner, aber angefangen hat ja alles in Wien mit den Sängerknaben. Ja, so fing das eigentlich an. Es fing eigentlich in Salzburg mit der Geburt an. Okay. Also so ein kleiner Sprung von der Mozartkugel. Und damit waren schon sehr, sehr viele Dinge natürlich vorprogrammiert. Wenn man in Salzburg in dieser Umgebung aufwächst, zieht es einen automatisch irgendwie zur Musik. Und das mündete dann in den Wiener Sängerknaben, wo ich sehr, sehr gerne war, weil ich zu einer Zeit, wo Reisen und Fliegen noch so unerschwinglich war, eigentlich die halbe Welt schon sehen konnte, durfte. Und natürlich damals auch schon mit ganz tollen Leuten arbeiten konnte, so angefangen von Herbert von Karajan oder dem großen Karl Böhm, das waren so berühmte Dirigenten, oder Benjamin Britten, das ist ein englischer Komponist, der hat für uns extra eine kleine Oper geschrieben, die wir dann uraufgeführt haben, unter seiner Leitung auch und so. Ja, und das prägt natürlich. Und damit war so ein bisschen die Brücke schon geschlagen zum Beruf Bühne irgendwie. War das leicht, in die Sängerknaben, bei den Sängerknaben aufgenommen zu werden? Ja, das war schon gar nicht so einfach, da musste man vorsingen. Und damals bewarben sich schon relativ viele Kinder und ja, da wurde dann eben ausgesiebt, und wenn du beim gewisse Töne treffen konntest und schön ein Lied vorsingen konntest und ja auch Musik merken konntest, ein bisschen, die dir vorgespielt wurde, die, wenn du die nachsingen konntest, und so, dann wurdest du genommen. Dann hatte man zuerst eine Probezeit und auch, ob man sich wohlfühlt im Internat, ist ja nicht für alle Kinder so einfach. Und ja, und bei mir war das alles wunderbar und ich fand es toll und spannend. Und wir wohnten ja in einem Palais, also einem kleinen Schloss, wunderschön in einem Park. Aha. Und ja, dann wurde ich irgendwann fest aufgenommen. Dann bekommst du in einer Zeremonie die Uniform überreicht, und auf der Uniform ist ja das österreichische Wappen, dass man dann durch die Welt tragen darf. Also du bist immer ein kleiner Botschafter deines Landes auch. Und das fand ich alles sehr schick als Kind, ja. Du bist ja dann auch bei der Musik geblieben und bist dann auf dem Mozarteum in Salzburg aufgenommen worden. Ja, ich war ging nach dem Stimmbruch zurück nach Salzburg, weil da ein neues Gymnasium eröffnet wurde. Das hieß Musisches Gymnasium, das gibt es nach wie vor. Und die legten also besonderen Ausbildungswert eben auf Musik, auf Malerei, auf Literatur. Und dort fühlte ich mich sehr gut aufgehoben. Und wenn man an dieser Schule war, das ist ein Gymnasium, wo man dann Abitur macht, und ein Instrument lernt, durfte man damals dann schon auch aufs Mozarteum gehen. Musste man auch eine Aufnahmeprüfung machen. Aber das war nicht so schwierig damals. Mhm. Und so landete ich auf dem Mozarteum, ja. Ist es eigentlich nach dem Stimmbruch, das ist ja gerade für Jungs, ist das ja immer auch eine schwierige Zeit. Hat sich deine Stimme, glaubst du, dass sich die Stimme da vorher, die Wiener Sängerknaben, deine Stimme, wie sie heute ist, beeinflusst haben? Ja, schon, weil du lernst die ersten Prinzipien des Atmens, also das Zwerchfell zu benutzen und auf die Stimme nach vorne zu kriegen, also dass sie so ein bisschen so ein Peng bekommt, ne? Ja, das glaube ich schon. Aber da sich der Körper ja doch sehr verändert in der Pubertät und auch der Stimmsitz irgendwie, muss ich das dann schon nochmal neu lernen.
Wir haben jetzt schon sehr viel über Musik gehört, also wollen wir unseren Hörern auch ein bisschen Musik geben und sind gleich wieder da mit Christoph Schobesberger. Ich freue mich, dass du heute Zeit für uns hast. Ja, ich auch. Einsam und verlassen, ihr Reich durch Salzburgs volle Gossen. Da wohne heut einmal, allein sein ist eine echte Qual. Ich pass da nicht hin, für die Hochkultur fällt mir jeder Sinn. Da Gatte ohne Ende, überall biegt nur der Mozart an die Wände. Mozart, Wien, Amadeus fuhren. Warum bin ich nicht damals geboren? Mich schau keine an, ich schau doch gut aus. Ich seh doch gar nicht so übel aus. Wenn ich der Mozart wär, kamen alle mal und her. Und seufzen heißt, ich liebe dich so sehr. Natürlich nur, wenn ich der Mozart wär. Wenn ich der Mozart wär, gäbe ich ihr am Magen her. Denn alle Mädel lieben mich so sehr. Natürlich nur, wenn ich der Mozart wär. Ein Mädchen oder ein Weibchen wünscht jedes Männchen sich. Ja, so ein sanftes Täubchen, wär Seligkeit für mich. Ich lerne jetzt auch Klavier und werd ein echter Kavalier. Vielleicht war sie dann, wie er's gemacht hat, was sie nicht kann. Mozart hinten Amadeus fuhren. Warum bin ich nicht damals geboren? Mich schaut keiner an, ich schau doch gut aus. Ich seh gar nicht so übel aus. Wenn ich der Mozart wär, kommen alle mal umher. Und seufzen heiß, ich liebe dich so sehr. Natürlich nur, wenn ich der Mozart wär. Wenn ich der Mozart wär, kommen die mir am Mal umher. Denn alle Mal lieben mich so sehr. Natürlich nur, wenn ich der Mozart wär. Bussi, Bussi, Amadeus. Kussi, Kussi, Mutter, Mutter. Bussi, Bussi, Amadeus. Russi, Kussi, Bussi, Vierti, Papa. Ah. Ach, das ist schön. Wenn ich der Mozart wär, kamen alle Madeln her. Und seufzen heiß, ich liebe dich so sehr. Natürlich nur, wenn ich der Mozart wär. Wenn ich der Mozart wär, gäbe ich mir ein Mädel her. Denn alle Mädel lieben mich so sehr. Natürlich nur, wenn ich der Mozart wär. Kussi, 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 Kussi. Ach, das ist schön. Wenn ich der Mozart wär. Lieber Christoph, du bist vom Gesang dann gleich zur Schauspielerei gekommen. Wie kam es dazu? Naja, so gleich war das nicht. Ich studierte dann also zuerst in Salzburg und später dann in Wien wirklich Gesang in Richtung Oper und war ein Bariton. Baritone gibt es wie Sand am Meer. Und ich sang, da ich im Musikalisch sehr gut ausgebildet war, sehr, sehr viel alte Musik. Und auch zeitgenössische Musik, also so diese ganz schrägen Dinger von ganz jungen Komponisten zum Teil auch. Und davon konnte man aber damals kaum leben. Mhm. Und ich hatte Probleme ein bisschen mit meinem Stimmsitz, weil meine erste Gesangslehrerin meinte, ich wäre ein Bass. Und das war ich damals gar nicht. Ich war eindeutig ein lyrischer Bariton. Und dadurch war die Stimme nicht so groß und so vorne, wie du sie für die Oper gebraucht hättest. Und mein Körper war vielleicht mit 20, 21 auch noch nicht so weit, um diese Sachen tragen zu können. Da hatte ich eine echte Krise
Und dann überlegte ich mir so, was ich tun sollte und lernte einen jungen Schauspieler kennen, der am Max-Reiner-Seminar war. Und wir begannen zusammen zu arbeiten, was in einer Schallplatte mündete, die hieß Der Kinderkönig, war eine Chanson-Platte. Ich schrieb die Songs für ihn und spielte sie zum Teil dann auch auf dem Klavier ein. Und da traten wir auch auf. Und bei diesen Auftritten spielten wir so kleine Sketches und ich spielte immer so ein bisschen so Richtung, ja, den Wiener Kellner, wie ein bisschen so Hans Moser. Ne? Aha. So ein bisschen immer so ein bisschen grantig und so. Und das fand er ganz witzig. Und eines Tages unterhielten wir uns und er sagte, du, Christoph, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast da Probleme mit dem Singen, nimm doch Schauspiel dazu. Das wäre doch eine gute Kombination. Und ich sagte, ich bin ja gar nicht begabt. Und ich sagte, doch, du bist wahnsinnig witzig und mach das doch und so. Du kannst auch Dialekte so gut imitieren. Ja, und dann überredete er mich, die Aufnahme von seiner Seminar zu machen. Und da waren, was weiß ich, 600 Bewerber und 10 wurden genommen und da war ich eben zufällig dabei. Das ist grob, weil Max-Reinhardt-Seminar ist natürlich jedem ein Begriff. Also da kann man dir nur gratulieren, dass das geklappt hat. Das ist ja immer ein... ich weiß es selber noch, wo ich zur Aufnahmeprüfung in München gegangen bin. Das kann man keinem erklären. Da hängt ja ein ganzes Leben davon ab. Ja. Wie lange warst du dann auf dem Max-Reinhardt-Seminar? Eigentlich 3 Jahre. Mhm. Und ich durfte aber im letzten Jahr bereits eine Tournee spielen, weil es davon auch eine Fernsehaufzeichnung gab. Das war eine Kriminalkomödie. Und damit zog ich zur Deutschland. Die wurde dann in München aufgezeichnet. Also konnten meine Lehrer sehen, was ich da gemacht hatte. Also haben sie mir diese Rolle angerechnet und das hat erlaubt, diese Tournee zu machen. Mhm. Weil die Schule damals sehr, sehr interessiert war, die Leute auch schnell im Beruf unterzubringen. Und so waren sie im Endeffekt 2,5 Jahre. Ich hatte aber das Glück, ganz tolle Lehrer zu haben. Also meine Hauptlehrerin und Förderin war die berühmte Susi Nicoletti, die ein großer Filmstar war, schon zu Uferzeiten und dann Burgschauspielerin und die Doyenne der Wiener Schauspielerinnen der damaligen Zeit. Und dann war ich auch noch einer der ersten Schüler von Klaus-Maria Brandauer, der dann neu an die Schule als Lehrer kam. Und ich kam gerade von der Tournee zurück und dann sagte sie, ja, der Klaus, der sucht noch Schüler, also gehst du zu Klaus. Und das war ein großes Glück für mich. So muss das sein. Manchmal geht das Schicksal seine Wege und Gott sei Dank für uns, denn du bist dem Theater und auch dem Film treu geblieben, hast einen tollen Namen bekommen und wie es dann weiterging mit Film, Funk und Fernsehen, darüber sprechen wir nach ein wenig Musik. Ich bin sehr froh, dass mein Gast heute Christoph Schobesberger ist. Meine Damen, meine Herren, ach, ich fühl es wieder zerren, denn 2 Seelen wohnen ach in meiner Brust. Eine treibt mich auf die Bühne ins Kostüm der Heroine und die andere quält mich mit Sangeslust. Eine lockt zu Shaw und Schiller, zu Molière und Arthur Miller und die andere zu Tucholsky oder Brecht. Und so zieht's mich mal zum Drama, mal zum Moon of Alabama und ich lass mich ziehen, denn beides ist mir recht. Aber manchmal macht mich diese Fülle wahnsinnig, denn was das für Kräfte kostet, ja, das ahnen sie nicht. Doch bevor es mich gänzlich aus der Fassung bringt, höre ich, wie eine innere Stimme singt. Ja, wie man sich bettet, so liegt man. Und liebt man sich manchmal auch wund. Wenn's eine gewollt hat, war ich es. Und ich wollt es so wild und so bunt. Ich wollt es mal gut und mal böse. Ich wollt es mal zart und mal rau. Bin heut Komödiantin und morgen die Söse. Bin heiß oder kalt, nur nicht lau. Und so trete ich an die Rampe mit nem Lied aus Coole Wampe, mit der Jenny und dem Song von Mendeley.
spiel die Courage oder Esther, singe morgen mit Orchester und dazwischen geh ich wieder auf Tournee. Mal ist's Hamburg, mal Milano, mal ein Auftritt in Bilbao. Meine Lieder reisen mit mir in die Welt und ich singe immer wieder meine schönsten Liebeslieder und bin glücklich, wenn's dem Publikum gefällt. Später merkt man dann, wie schnell die Zeit vergangen ist und dass man selbst doch immer noch die gleiche ist. Doch wenn ich heute zum zweiten Mal erwählen sollt, ich hätte dies Künstlerleben gerade so gewollt. Ja, wie man sich bettet, so liegt man. Und liegt man auch mal auf dem Bauch. Wenn's eine gewollt hat, war ich es. Und wenn's eine will, bin ich's auch. Ich wollte es so gut und so böse. Ob laut oder leis, ist mir gleich. Bin heut Komödiantin und morgen die Süße und singe und spiele für euch. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Es ist mal wieder Showtime mit Marc Rudolph auf Alex Berlin. Und ich, Linda Feller, wünsche euch viel Spaß dabei. Ich sagte mir, du musst hier endlich raus. Kauf dir ein Ticket und flipp lieber aus. Ich wette, du hast nie geglaubt, ich fahr. Jetzt lebe ich schon ein Jahr auf Ibiza. Inzwischen hat er sogar Spanisch drauf. Hola, chica. Liegt nur am Strand mit sonnenbrauner Haut. Ich glaub es nicht, er trägt nen Ring im Ohr. Und kommt sich richtig super vor. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Ich bin gut drauf und trink roten Sekt. Weiß erst jetzt, wie gut Paella schmeckt. Und steh mit Freunden abends an der Bar. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Ich hab Ibiza. Wer braucht dich? Ich hab Ibiza. Doch mit der Zeit, ja, da merkte ich dann, ach so, dass mein Gedächtnis schlecht vergessen kann. Ist doch egal, ich lieb dich immer noch. Jetzt hab ich dich und Ibiza. Wir sind gut drauf und wir schlafen lang. Frühstück fängt bei uns erst mittags an. Die Sonne streichelt uns das ganze Jahr. Wir haben uns und Ibiza. Wir sind gut drauf, trinken roten Sekt. Wissen jetzt, wie gut Paella schmeckt. Und stehen mit Freunden abends an der Bar. Wir haben uns und Ibiza. Wir sind gut drauf und wir schlafen lang. Frühstück fängt bei uns erst mittags an. Die Sonne streichelt uns das ganze Jahr. Wir haben uns und Ibiza. Wir sind gut drauf, trinken roten Sekt. Wissen jetzt, wie gut Paella schmeckt. Und stehen mit Freunden abends an der Bar. Wir haben uns und Ibiza. Wir haben uns und Ibiza.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Gast heute Christoph Schobesberger, und weil es zeitlich nicht anders ging, haben wir ihn per Telefon zugeschaltet. Trotz seines engen Terminkalenders hat er sich Zeit genommen für die heutige Sendung. Lieber Christoph, wir haben gerade gesprochen, die Wiener Sängerknaben, Mozarteum, dann Max-Reinhardt-Seminar, dann natürlich die große Schauspielkarriere. Viele Namen, viele Theater hast du bespielt. Gab es etwas ganz Besonderes, wo du gerne zu Hause warst? Ja, das waren mehrere Dinge. Also ich hatte ein wahnsinniges Glück im ersten Jahr meines Berufes oder im ersten vollbezahlten Jahr in Bern in der Schweiz engagiert gewesen zu sein. Mhm. Und da war vorwiegend Musical meine Aufgabe, und das war so Anfang 1980, und dort waren unglaublich tolle Amerikaner engagiert, die dann alle Riesenkarrieren gemacht hatten. Der berühmteste war Steve Barton, an den man sich sicher noch erinnert, der hat im TDW wahnsinnig viel gespielt und hat auch den Grafen in Tanz der Vampire gespielt als erster. Und er war in Phantom of the Opera zuerst der erste Raoul in London und später dann auch das Phantom in New York. Ja. Und die waren großartig, und von denen habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und da war auch noch dabei Eric Lee Johnson, dann Dion Davis, die leider schon gestorben sind. Eric Lee Johnson ist letztes Jahr verstorben. Und Carol Alston, die in Wien lebt jetzt. Ja, und das war ein fantastisches Jahr, weil wir spielten gemeinsam in vier Musicals, darunter auch West Side Story. Und das spielten wir sogar zweisprachig, auf Englisch und auf Deutsch. Und anschließend bei den Bregenz Festspielen, wieder dieselbe Mannschaft eigentlich. Und wir entwickelten dort auch eine eigene Show in drei Sprachen, was in der Schweiz geht, weil die Schweizer ja auch Französisch gut beherrschen und ein bisschen Italienisch. Ja, und auch viele gut Englisch sprechen, also war das eine sehr für mich prägende Zeit. Dann war ganz toll für mich in Bad Hersfeld 1983 den Mozart in Amadeus zu spielen, was natürlich für einen Salzburger eine besonders schöne Herausforderung ist, ne? Herausforderungen hast du immer gerne angenommen. Wir haben gerade über die Theater gesprochen, und natürlich auch das Fernsehen hat bei dir angeklopft, Sat.1, denn da bist du in einen Arztkittel geschlüpft und warst... Ja. Ja, das war die nächste wirklich besonders schöne Zeit für mich, weil das ja über 10 Jahre ging, und ich war der nette Oberarzt Dr. Stein, der sich um alles kümmert, und hatte wunderbare Kolleginnen. Also es war angefangen, von Jackie Schwarz über Walfriede Schmidt, das waren alles wirklich gestandene Schauspieler, Ulrike May und natürlich ist auch Claudia Schmutzler vor allem. Mhm. Und wir verstanden einander besonders gut. Es war wie eine Familie. Also ich ging von zu Hause weg und kam zu Hause an beim Dreh. Und wir waren auch alle sehr traurig, als es dann nach 10 Jahren aufhörte, weil wir es sehr, sehr gerne spielten, und wir hatten fantastische Gäste. Also ich weiß noch, in der ersten Folge war Brigitte Mira unser erster Gast, und das ging dann weiter über, was weiß ich, Klaus-Jürgen Busso, dann ganz großartige Theaterschauspieler aus München, von Berliner Ensemble und so. Und das war natürlich eine große Herausforderung, mit diesen Leuten arbeiten zu können. Ja, und das Ganze war natürlich für alle Fälle Stefanie. Ja. Ja, wie es nach diesen 10 Jahren beim Fernsehen weiterging, auch musikalisch mit deiner Jazz- und Frank Sinatra-Karriere, ja. Darüber sprechen wir nach ein wenig Musik, und wir sind gleich wieder zurück. What all the people say, you're riding high in April, ha! Shut down in May. But I know I'm gonna change that to you when I'm back on top, all in tune. Oh, that's life. That's life. Well, funny as it seems, some people get their kicks by stomping on their dreams. But I know this won't let me down, 'cause this whole world keeps spinning around. I've been a prophet, a proper, a pirate, a poet,
been up and down and over and out, but I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I'll pick myself up and get back in the race. That's life. Well, I can't deny it. I thought of quitting, but my heart just won't buy it. If I didn't think this is worth a single try, I'd jump right on a big bird and fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, yeah, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, but I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, well, I pick myself up and step back in the race. That's all life. Oh no, I can't deny it. I thought of cutting out, but my old heart just won't fight. If I didn't think this was worth a single try, I'd roll myself up in a big ball and die. My mind. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Mischakova und Sie hören heute Showtime mit Marc Rudolph. Endlich weg, endlich frei, und die Sonne ist auch mit dabei. Meine Haut, kalt und blass, die wird endlich gebräunt, warm und nass. Ja, das Leben wird heute auf Pause gesetzt, Blütenduft liegt in der Luft. Sei bereit, es ist Zeit, unsere heißeste Stunde ist jetzt. Hallo Sommer, lange nicht gesehen, endlich wieder barfuß tanzen gehen. Hallo Sommer, hallo Tag am See, Sommer Feeling ole. Cappuccino, so schmeckt unsere Stadt. Eis am Stiel, in der Hand, fahren wir beide noch heute an den Strand. Deine Sonnenmilch riecht noch süßer als du. Hormone spielen verrückt, wie ein Schuss trifft dein Kuss. Und die Sonne direkt. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
Hier ist Showtime, Ihre Kultursendung bei Alex Berlin. Hören Sie bei uns die schönsten Melodien und die neuesten Geschichten aus der Welt des Theaters und der Unterhaltung. Hallo, hier ist Christoph Schobesberger und Sie hören Showtime mit Marc Rudolf bei Alex Berlin. Mach die weich, gib noch, wer zort, verzeih mir meine Fehler. Bleib nicht hart, lass mich nur einmal hoffen. Nur eine Chance für uns zwei, nur eine Chance. Ich bin so allein, nur eine Chance. Nur eine Chance für uns zwei, ich bin so allein. Jetzt müssen die Nacht vor Hitzen vergehen, die Luft im Sommer vibrieren, damit du bemerkst, wie heut mir heut ist. Ich möchte dich spüren, ganz stark spüren. Mach die weich, gib noch, wer zort, verzeih mir meine Fehler. Bleib nicht hart, lass mich nur einmal hoffen. Nur eine Chance, nur eine Chance für uns zwei, nur eine Chance. Ich bin so allein, nur eine Chance, nur eine Chance für uns zwei. Ja, ich bin so allein. Jetzt dürfen die noch nicht so gar weiterziehen. Sie müssen halt noch mehr Zeit kriegen, damit ich dir sagen kann, wie's mir geht ohne dich. So beschissen, so dreckig, mein Weiblät. Nur eine Chance, nur eine Chance für uns zwei, nur eine Chance. Ich bin so allein, nur eine Chance, nur eine Chance für uns zwei. Ja, ich bin so allein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Christoph Schobesberger hat sich Zeit genommen für uns heute und du bist für mich ja der Frank Sinatra, so wenn man so möchte. Die Berliner werden mir da zustimmen, wenn du auf die Bühne gehst. Das ist ja unglaublich, mit welcher Brillanz du das bringst. Wie bist du in diese Konzertschiene gekommen? Ja, es war ein Zufall. Ich hatte ein paar Jahre so zu Beginn der Serie so eigentlich gar nicht gesungen. Und dann wurde ich mal gefragt, ob ich in dem Nachfolge des Künstlerclubs Die Möwe nicht so einen Abend gestalten könnte. Und dann habe ich einen Abend über George Gershwin gemacht. Mit einem Trompeter und einem Pianisten. Das war eine richtige Jazz-Geschichte, richtig schräg und so. Und hat mir aber riesen Spaß gemacht. Und da saß ein Freund drin, eigentlich mein Nachbar. Und der sagte, du, ich sing auch. Können wir nicht mal was zusammen machen? Und ich sagte, dann kommst du mal rüber. Und dann setzen wir uns bei mir ans Klavier und sangen so ein bisschen. Und dann kam eine Frau rein und sagte, also zu euch beiden würde Sinatra unheimlich gut passen. Mhm. Und ich dachte, bist du ja verrückt, Schatz. Ich kann doch nicht, das ist den größten Entertainer, das geht gar nicht. Und Sinatra war darüber so erschrocken, dass er gleich verstorben ist. Oh Gott. Und er dachte, naja, wenn er nur tot ist, ne, dann könnte man es ja riskieren. Und dann haben wir wirklich ein Programm entwickelt und haben uns den Sinatra zuerst geteilt. Das waren Mario Zimmermann und ich. Und irgendwann hörte von uns ein Veranstalter, und er sagte, das war ein Schwabe, er sagt, ja, weiß, ich würde gerne so eine Sinatra-Show machen, gell, und ich hätte das Ballast, das Babelsberger Filmorchester da zur Handlung, könnte ich denn nicht da das ein bisschen ummodeln und so, und vielleicht dein Freund, den die Marty mache und du den Sinatra. Und dann habe ich daraus diese Show entwickelt und wirklich wurden wir dann so zu so 10 Konzerten eingeladen mit dem Filmorchester Babelsberg.
die aber gar nicht genügend Jazzmusiker hatten damals. Und ich hatte einen Freund, Michael Götz, der leider auch schon verstorben ist, der war mein Bandleader inzwischen geworden. Und der stellte dann die Jazz-Formation dafür zusammen. Und so traten wir damit auf. Und dann hatte ich ein Interview beim RBB. Und der Moderator sagte, du, weißt du was? In deiner Stimme ist eine Ähnlichkeit mit Sinatra. Sag ich, ja, das ist ja reizend, dass du das sagst, aber das glaube ich nicht. Und wir hatten eine Probeaufnahme gemacht von I've Got You Under My Skin. Und die hatte er aufgelegt und dann legte er, also wechselte er rüber zum Original von Sinatra. Und da merkte ich wirklich, ja, also da gibt es eine Ähnlichkeit. Und das hat mich selber dann natürlich absolut frappiert. Und dann habe ich natürlich in die Richtung ein bisschen weitergearbeitet. Habe wahnsinnig viel gelesen über Sinatra, mir 100.000 Videos reingezogen und 100.000 Songs angehört auf CD. Und bin immer mehr in diese Figur reingewachsen. Dann spielte ich ja auch 3 Jahre lang am Theater am Südwestkurse ein Stück über Sinatra. Und der Autor und Regisseur, Jeff Altenbeck, der hatte mich vorher auch ein bisschen interviewt und als er dann merkte, wie viel ich über ihn weiß, sagte er, ja, das habe ich auch in meinem Stück geschrieben und so. Also das doppelte sich dann so ein bisschen. Und so wurde Sinatra immer mehr meins oder ich immer mehr seins. Und ich muss sagen, ich liebe diese Art von Musik und sie kommt meiner Stimme sehr zu Pass. Ja, und irgendwann stand dann im Tagesspiegel der Sinatra von Berlin und da habe ich mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Ja, da hätte ich mich auch drüber gefreut. Das ist natürlich auch hier für Berlin, wenn so etwas im Tagesspiegel steht, für einen Künstler einen Ritterschlag. Und wir werden jetzt hier ein bisschen Musik hören. Wir haben die Leute jetzt schon so neugierig gemacht und gleich im Anschluss sprechen wir über die letzten Tage der Menschheit und was du damit zu tun hast. Hey, the shark has some pretty teeth, dear. And he shows them pearly white. Just a jackknife has McKeith, dear. And he keeps it way out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they begin to spread. Fancy white gloves, though, where's McKeith, dear? So there's fairly ever a trace of red. On a sidewalk one Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Could that someone perhaps, perchance, be Mac the Knife? On a tugboat on the river goes a cement bag, it is dropping down. Well, the cement's just for the weight. Yeah. You can make a large bet that Mackie's back in town. My man Louis Miller, well, he split the scene, babe, after drawing out all the bread from his stash. Now McKeith spends money just like a pimp. Suppose that our boy, well, he did something rash. Oh, Sashmo, Louis Armstrong, Bobby Darin and Brad, they did the song nice, and Lady Ellen too. Oh, they all sang it with so much feeling. That old Stoffel, he ain't gonna add nothing new. But with Lance Red Band here right behind me, a swinging heart check, I know I can't lose. Oh, when I
tell you all about Mac the Knife, babe. Yes, that's an offer you really can never refuse. We've got Jörg on the keys and Ralph on the guitar and Hot Day on the bass. We've got our two boys on the horn and Kyle beating up the drums. Yeah, all these space cats, they're playing in my band now. They are making the greatest sound you've ever gonna hear. Oh, Sookie Daughtry, oh, Chucky Diver, oh, Polly Pigeon, and Miss Lulu Brown. Oh, the line horns on our right here. Now that Mackie's, that man Mackie's, oh, he's bad, he's bad. Yes, he's better, better than old Leroy Brown. Oh, you better lock your door and call the law. You got Mackie's in Mackie's town. So von
und nur auf dich gestellt, allein hinaus in die Welt. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Gast heute Christoph Schobesberger, und jetzt sprechen wir über ein Theaterprojekt, das wirklich großartig ist. Es hatte am 24.06. Premiere und trägt den Titel Die letzten Tage der Menschheit. Was hat es damit auf sich? Ja, also ich möchte erst mal kurz etwas zum Stück sagen. Die letzten Tage der Menschheit sind, man könnte sagen, das erste Antikriegsstück, das es gab. Und es wurde geschrieben von Karl Kraus. Das war ein ganz berühmter Wiener Journalist und Schriftsteller der Jahrhundertwende, einer der sogenannten Kaffeehausliteraten, weil die sich immer in den Kaffeehäusern trafen und Streitgespräche führten und die Welt diskutierten und die Welt retten wollten. Und Karl Kraus war so erschüttert über den Ersten Weltkrieg, dass er daraus ein Theaterstück entwickelt hat. Und dieses Theaterstück heißt Die letzten Tage der Menschheit. Und es wäre eigentlich gar nicht spielbar, weil es von der Länge, wenn man es so ungestrichen ausführen würde, mehrere Tage dauern würde. Viele Regisseure haben sich daran schon versucht, zum Teil erfolgreich, zum Teil weniger erfolgreich, weil es eben sehr, sehr umfangreich ist. Es ist auch vieler Spielorte Bedarf. Und Paulus Manka, mit dem ich das Glück hatte, vor 40 Jahren im Max-Reinhardt-Seminar zu sein. Also ein Studienkollege von mir, der eine unglaublich tolle Regie- und Schauspielerkarriere gemacht hat inzwischen, entwickelte daraus die in Berlin gespielte Version. Und es wurde ihm dann eine Halle angeboten in Siemensstadt, die sogenannte Belgienhalle in der Gartenfelder Straße. Und das ist eine alte Fabrikhalle, die die Deutschen im Ersten Weltkrieg eigentlich den Franzosen geklaut haben, dort abgebaut haben und in Berlin wieder aufgebaut haben. Aha. Die steht auch unter Denkmalschutz. Und in dieser Halle wurde das Stück letztes Jahr schon letzten Sommer gespielt, im August. Und ich war in einer Vorstellung, ich war vollkommen hin und weg, weil ich hatte so eine Art Theater eigentlich noch nie gesehen. Das ist ein Stationentheater, wo die Leute mitgehen, immer wieder von einem Punkt zum nächsten, also man kann sich dann überall hinsetzen natürlich, und in verschiedensten Szenen von 18 oder 19 Schauspielern bespielt werden. Und und es wird ihnen der Wahnsinn dieses Krieges und der Wahnsinn der Menschheit, diesen Krieg zu führen und mitgemacht zu haben, vor Augen geführt. Und es wird zum Teil chorisch gesprochen, zum Teil werden Lieder gesungen, und zum Teil werden Szenen oder Monologe gespielt und gesprochen, und das Ganze ist auch mit Fackeln und mit Feuer, und dazwischen gibt es, damit sich die Leute erholen können, dann ein Drei-Gänge-Menü, wo die Leute richtig schön österreichisch bekocht werden, und es gibt natürlich Wein und auch Sekt fürs Publikum, und dazwischen gibt es dann auch immer kleine Labungen, also Käffchen oder mal wieder ein Glas Wein oder ein Glas Wasser oder so, und Chibab-Chichi, und das ist, ein Rundum-Spektakel, und das geht im Endeffekt in der Version, die Paulus Manka erarbeitet hat, 6,5 Stunden. Genau, 18 Uhr geht's los und so circa bis 1.30 Uhr. Ja, und es wird auch draußen gespielt, also da gibt es sogar einen kleinen Zug, wo eine kleine Lok dann reinfährt und einen Waggon, wo man sich draufsetzen kann, mit dem Publikum dann rausfährt, und dann wird ein künstlicher Schützengraben da aufgebaut und bespielt. Also es ist also ein unglaubliches Ding, unglaubliches Spektakel. Wahnsinnig anstrengend für die Schauspieler, weil wir uns dauernd umziehen müssen. Wir haben eigentlich nie eine Pause. Und in der Pause, wo das Publikum dann das Dinner genießen kann, müssen wir die Kostüme wieder und Requisiten wieder hinstellen für den zweiten Teil. Und wir rennen durch diese ganze Halle, die 70 Meter lang ist, und bespielen diese ganze Halle. Also man schwitzt natürlich irrsinnig, überall dann immer so kleine Wasserflaschen hingestellt, damit man ein bisschen was trinken kann, wenigstens. Ja, und du bist so, es ist wie Hochleistungssport. Und du bist anschließend
erschöpft, aber glücklich, das geleistet zu haben. Und Paulus Macker hat wahnsinnig tolle Ideen für dieses Stück gehabt. Also es sind unglaublich schöne Bilder, die er auch erstellt, auch optisch. Und die Zuschauer jetzt bei den ersten drei Vorstellungen, also kamen wirklich anschließend noch zu uns, obwohl es schon zu spät war, und sagten, boah Leute, wir hätten nicht nach Hause gehen können, obwohl wir auch todmüde sind jetzt. Aber es ist so beeindruckend. Und wir werden noch zwei, drei Tage darüber nachdenken müssen, weil es so viel mit dem Leben und leider auch mit der Tragödie momentan mit der Ukraine zu tun hat. Ja. Und mit dem Irrsinn, dass die Menschen einfach nichts dazulernen. Ne? Ja. Es gibt trotz aller Tragik dieses Stückes auch sehr, sehr viele komische Momente, weil das Ganze natürlich von Kalkhaus sehr hochgeschickt wurde. Und einige Situationen spielen im starken Wiener Dialekt, was aber nicht stört, weil man über das Spielen genau versteht, was gemeint ist. Das glaube ich auch. Manchmal bringen ja auch Bilder, die stark genug sind. Da braucht man gar keine Sprache, um das zu verstehen. Das genau. Ganze, die letzten Tage der Menschheit, sind noch zu erleben bis zum 24.07. Ja, und jeweils Freitag, Samstag. Freitag, Samstag. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen es, ein Moment, wenn Sie in Berlin sind, kommen Sie da auf alle Fälle vorbei. Und ja, lieber Christoph, unsere Sendezeit neigt sich langsam dem Ende. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Aber zum Abschluss habe ich natürlich noch eine Frage an meine Gäste immer. Beschreib uns doch einen perfekten Tag. Einen perfekten Tag? Naja, so ein perfekter Tag ist für mich eigentlich schon immer auch ein Tag, an dem ich spiele oder auftrete, weil mir das einfach wahnsinnige Freude macht, also vor Publikum zu stehen. Und dann ist ein perfekter Tag, wenn es in der Früh schön ruhig ist, dass man vielleicht so bis um 9 schlafen kann, dann gemütlich frühstücken, dann vielleicht noch mal ein bisschen Sport machen oder die Texte durchgehen, sich vorbereiten auf eine Vorstellung. Und abends dann ein möglichst gut gefülltes Haus zu haben mit gut gelaunten Leuten, die man unterhalten kann. Weil das für mich sehr wichtig ist. Ich gebe gerne den Leuten etwas und bringe sie auch gerne zum Lachen. Das sehe ich ganz genauso. Ich sage immer, also meine Aufgabe ist es, den Menschen Lebensfreude zu geben. Und du hast heute sehr dazu beigetragen, das zu tun. Und ja, lieber Christoph, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche dir noch viel, also wir wünschen dir noch viel Erfolg mit den letzten Tagen der Menschheit, dass es natürlich nicht die letzten der Menschheit an sich sind, sondern der Auftakt für eine gute Theatersaison. Und ich sage an dieser Stelle, überall wo Herzen schlagen, kann man eine schöne Zeit erleben und natürlich mit dir, lieber Christoph, im Theater und auch hier bei uns beim Radio. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, ja, und schönen Tag dir. Danke. Du wärst so gern ein großes Land und bist doch nur ein Rest. Ein Fetzer von einem Käsegewand, ein Tröpfel von einem Fest. Eine antiquierte Eitelkeit, du warst Europas erster Test. Doch du bist meine Heimat, ja, ich komm aus dir. Ich bin dein Ton und du bist das Klavier. Du schlagst in mir die besten Seiten an. Aus dir kommt dann mein Klang. Aus dir kommt dann mein Klang. Na meine Freude, sind deine Schätze, deine Welt. Theater, Lieder, Wissenschaft, daraus holst du dir die Kraft. Du warst politisch oft daneben und manchmal rabiat. Hast deine Kinder aufgegeben, sie auf der Welt verstarrt. In deiner dumpfen Ignoranz verlassen was das ganz. Doch du bist meine Heimat, ja, ich komm aus dir. Ich bin der Ton und du bist das Klavier. Du schlagst in mir die besten Seiten an. Aus dir kommt dann mein Klang.
Mein Heimat, ja, ich komm aus dir. Ich bin der Ton und du bist das Klavier. Du schlagst in mir die besten Seiten an. Aus dir kommt dann mein Klang. Aus dir kommt dann mein Klang. Wein und Wirstelstand, Heudenszahn, das ganze Land. Schubert, Heller, Pulver, Schnee, Heudenhof der Renommee. Ja, du bist mein Heimat, ja, ich komm aus dir. Ich bin dein Ton und du bist das Klavier. Du schlagst in mir die besten Seiten an. Aus dir Klang. Aus dir kommt dann mein Klang. Aus dir kommt dann mein Klang. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und damit bedanke ich mich ganz herzlich heute bei meinem Studiogast Christoph Schobesberger und wünsche Ihnen jetzt im Anschluss natürlich sehr viel Freude mit meinen Kollegen von Bushando Amerika. Wir hören uns hier in 14 Tagen wieder bei Alex Berlin und ich freue mich schon darauf, wieder mit den neuesten Geschichten aus unserer Stadt zu Ihnen zu kommen. Machen Sie es gut, auf Wiederhören, Ihr Marc Rudolph. Meine Kunst liebt den Applaus, sie will allen gefallen. Mein Ehrgeiz ist ein volles Haus. Mir geht es um das Publikum. Man sagt, Unterhaltung sei nicht das Höchste für einen großen Künstler. Doch glauben Sie mir, es ist das Schwerste. Selbst wenn man versteht, wie es geht. Ein bisschen fürs Hirn und ein bisschen fürs Herz. Ein bisschen Krawall und Spektakel. Ein heftiger Schmäh, ein deftiger Scherz. Ein Schurke und ein Held. Ein bisschen fürs Auge und ein bisschen. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.